Metal Leute, Servus. Metal Hellsinger Part 3. Wir gehen gleich rein. Hölle betreten. Well, it went the way the judge didn't want it to go. Stygia fell. The unknown got back more of her voice and I. Well, I got back a bit more of what I'd lost. Power, yeah. But memory too. It was just a flash of something from a long, long time ago. Like I said, hell steals your memory. No one remembers what they were down here. Or if they do, just enough to make them suffer. It was all coming back to me. Judge sent every scholar in the hell to see what they could learn about the unknown. Da ist jemand auf Beef aus. Aber ich auch. Ha! Die machen wir alle platt. Ich sag's, wie es ist. Die hauen wir alle weg. Ich bin mal gespannt, ob es neue Gegner gibt in dieser Hölle. Und eine neue Waffe vielleicht. Wir haben hier, glaube ich, noch zwei Waffenslots frei. Bin mal gespannt wie ein Flitzebogen, was da noch auf uns zukommen wird. So, Hölle betreten. Tatjana Schmaljuk oder Schmaljuk von Ginger. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Sorry dafür. Das wird wahrscheinlich auch interessant werden, das Stückchen. Es wird auch wieder gut fetzen, schätze ich mal. Well, the smart money is probably not on us. But who don't love an underdog? Geht schon wieder gut los. Ja, das fetzt definitiv. Boah, das macht halt schon wieder... Ich bin nicht mal eine Minute drin, ich habe schon wieder richtig Bock. Ja. Ich muss mal ganz kurz checken, wie ich den guten Platz mache. Wahrscheinlich muss ich aufs Schwert wechseln. Ja, okay, gut. Das funktioniert einfacher wie die Waffe. Das war das erste Mal, dass uns so einer mit Schild entgegenkam. Menschenskinder. Oh, da liegt ein Kombo-Ding. Ich schieße wieder drauf, ich spezi. Ja, wie schon mal erwähnt, ich bin beim Metal Hellsinger Spielen nicht der Gesprächigste, weil ich voll in der Musik und im Rhythmus bin. Wo geht's denn weiter? Ist die Tür schon offen? Da steht jemand. Okay. Erstmal schön durchschnitzeln. Aha. Ja, geht gut ab. Immer gucken, dass ich auf dem 16er Multiplier bleib für den Gesang. Einfacher gesagt als getan manchmal. Ja gut, die sind wirklich einfacher mit den mit dem Schwert.
Ja. Vorhin habe ich einen mega Aufriss gemacht beim ersten. Auf ihn eingeschossen, wie doof, ey. Oh, das war knapp. Oh, ein bisschen heilen, warum nicht? Die sind auch neu. Mach das weg, das will ich nicht. Noch einer? Ah ja, okay. Abflug, Abfahrt. Beides. Hier ist die Richtung wahrscheinlich ziemlich egal, oder? Vulkan, der Seelenbrecher. Okay. Eine Zwei-Schuss-Armbrust mit Exorzismus. Was auch immer ich gerade gemacht habe. Das Ding fetzt. Der fetzt auch, aber mich. Geh weg. Ich muss mich heilen. Da ist was. Gott, oh Gott. Was war das? Da ist noch einer. Ups. Das war Fail. Oh Gott. Okay, direkter Treffer scheint ihm nicht zu gefallen. Geh weg. Du bist ja hässlich wie die Nacht. Ups. So, kommt her, ihr Stinker. Wo seid ihr denn? Ups, ist meine Dings vorbei, meine Combo. Mein Exorzismus. Wo ist er? Oh. Ich würde den so gern mal finishen. Ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt. Menschenskinner. Also echt, du. Würde ich echt mal hinkriegen, gerne. Und diese dicken Fliegenviecher auch. Okay, da ist nichts. Menschenskinder, hier geht's wieder rund, ey. Ja, also diese Vulkan, der Seelenbrecher. Interessante Waffe. Die Armbrust ist eine interessante Waffe. Ich hab grad vergessen. Ich hatte das Wort Armbrust vergessen. Ja. Nichts Neues. Könnte ich eigentlich auch wieder ausrüsten. Nur gegen diese Schlitzis ist sie ein bisschen stressig. Hör auf. Oh nein, ich hätte finishen können, was wieder nicht gemacht. Ich glaube, ich muss sie doch direkt treffen. Oder ich wechsle doch wieder auf die Pistoleros. Komm jetzt, du Latz, du. Du kriegst ein Schwert. Das geht am besten, habe ich das Gefühl. Ja, das geht schon am besten irgendwie. Oh Mann. Wo seid ihr? Stell dich mal hier hin, ne?
Och man, ich wollte finishen. Schade. Ich krieg's irgendwann schon noch hin. Wo seid ihr? Aha. Ach, ist wieder so einer. Jetzt ist so ein Dicker da. Gut, dann Schnetzel Attack hoch 10. Wunderschön. Sind wir durch? Da oben geht's weiter. Okay, gut. Ach ja. Ist ein bisschen stressig, beziehungsweise ungewohnt. Es ist ein neuer Song. Oh, dem geht's auch nicht mehr gut. Es ist ein neuer Song und zwei neue Gegnertypen, an die man sich erst wieder gewöhnen muss. Aber learning by doing, anders geht's nicht. Wie in jedem anderen Spiel auch. Es geht nicht ohne. Kann ja hier nicht als Meister vom Himmel fallen. Komm, stirb. Dankeschön. So, raus mit dir. Ups. Ja, ich sollte öfter mal finishen, aber ich bin meistens schneller im Schießen wie im Finishen. So, ein bisschen beschleunigen die ganze Geschichte. Ist hier irgendwo was los oder nicht? Oh. Wieso habe ich überhaupt gefragt? Nerv nicht. Oh ja, der Dicke geht baden. Naja, gebadet hat er nicht wirklich, aber er hat einen Abgang gemacht. Schöne Sache. Wie weit geht's hier noch hoch? Ah, jetzt sind wir oben. Schön. Ja, das ist, war auch nur ein kleines Stück. Zweite Todesgarten. So schaut's aus hier. So schaut's aus. Ups. Entschuldigung. Ich stell dich mal hier hin. Oh, ich hätte wieder finishen können. Bin immer einen Ticken zu langsam. Mhm. Ich schieße zwischen 10 Gegnern durch. Das schaffe auch nur ich. Mensch, Skinner. Yes. Weg mit dir, du Fisch. Schön. Queen of the Underworld. Errungenschaft freigeschalten. Ja, ich muss sagen, es ist echt, wenn man hier einen anderen Song hat, den man noch nicht kennt, weil die anderen zwei Songs hatten wir schon im Tutorial. Das mit der Sängerin von Arch Enemy und dem Sänger von Dark Tranquility. Hör auf, du Sack. Das hatten wir schon im Tutorial, deswegen kannten wir die Songs schon ein bisschen. Mit Songs, die man kennt, ist das ein Ticken einfacher. Das ist jetzt halt alles neu. Auch der Takt ist anders. Die Gegend ist neu. So, die stelle ich erstmal hier hin. Muss ich nachladen. Heilen am besten noch hier. Oh. Hat wieder nicht funktioniert. Schade. Ich muss, glaube ich, aus diesem Pit hier raus. Ups, den hat's schon verrissen. Oh, mach langsam, du. Oh, Mann. Ob ich das mal noch hinkriege mit Finishen? Den hab ich jetzt auch zu früh vergessen jetzt. Oh, ach, das ist der Schildvogel. Okay. Stirb. Ups. Zu früh verrissen. Ah, ich habe ja Heilung hier, alles gut. So, sind wir fertig oder will noch jemand Stress? Hä? Will noch wer?
Da unten. Jesus Gott, wieder alles daneben geschossen. Aus dem Gröbsten raus? Ja klar, jetzt kommt doch noch ein Bosskampf. Erzähl mir nichts. Oder noch so ein dritter Todesgarten. Jesus Maria, noch ein bisschen heilen. Gut, das Level war jetzt schon mal ein bisschen anders und entspannt. Aber wie gesagt, alles neu. Der Takt ist anders, der Song ist anders, aber der Song ist nice. Das habe ich glaube schon dreimal erwähnt. Naja, erst nochmal eine Zwischensequenz. Gut, den Song kennen wir wieder. Das ist wahrscheinlich der Boss-Song. Wahrscheinlich ist das dann der Boss-Song. Da geht's wieder gut ab. Was macht die denn? Aha. Das ist neu. Ah ja, schiebt die sich. Oh Gott. Hey, hör auf. Achso, die schießt von da. Lass mich raten. Ah ja. Also entweder war das jetzt richtig. Entweder war das richtig oder es hat einfach aufgehört, weil die Zeit rum war. Was ist das? Geh weg. Mensch. Hey. Oh, den hätte ich finishen sollen. Ist hier zu schnell geschossen wieder. Gott, oh Gott. Ih, geh weg. Ach Mann. Ich muss mir echt angewöhnen, einmal weniger zu schießen, damit ich finishen kann. So, weg mit dir. So, gute Frau, zeig dich. Ich mach dich jetzt platt und dann gehe ich. Ach Mann. Ah ja, guck an. Hallo. Ich komm einfach mal zu dir in deine Hut. Oder auch nicht. Besser nicht. Das glaube ich auch. Nee, tut's nicht. Ich stell dich mal wieder hier hin. Dann gehe ich mal da hoch. Ja, hallo. Dich habe ich jetzt nicht erwartet. Oh ja, kommt mal hoch hier. Ich gehe da mal. Verfehlt, verfehlt, verfehlt. Ach, diese Fliegen sind ja richtig eklige Viecher. Komm, Fliege. Jetzt. Weg mit dir. Schön. Du auch. Ha! Läuft. Alles easy. Hat niemand behauptet, dass es schwer wäre. Ja, das denke ich mir auch, gute Frau. Komm, zeig dich. Nervsäge. Och nö. Verkackt. Wir verstecken uns wieder. So langsam habe ich ein bisschen gelernt, was die macht. Ruhe im Gericht. Okay. Ist mir egal, ich sing weiter. Beziehungsweise... Die Musik läuft weiter und jetzt ist die Luft aus dir raus. Manifestation besiegt. Easy. Easy. Smoke on the water. Neue Hölle in Kaustis. Yes. Neue Marterungen. Yes, yes, yes. Entdeckt Vulkan. Das ist die... verschießt einen Flächenschaden verursachenden Sprengbolzen. Wird er im Takt abgefeuert, verursacht er größeren Schaden.
Das heißt, dass die Waffe unter Anwendung sorgfältigen Timings in der Lage ist, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen und dir so gewisse Freiheiten, die Schwerkraft betreffend, gewährt. What? What? Oh je, 53% nur. Hey, aber 89% der Zeit im Takt geblieben, ne? Ha, 20 Kopfschüsse. Der erlittene Schaden ist wieder ziemlich mies. Wo sind wir denn gelandet? In der besten Liste. Platz 20.000. Ja, gute Nacht. Aber der vor mir war nur 8 Punkte besser, ne? Ha. Jesus Maria. Üble Sache. Wo landen wir denn jetzt? Ich wollte doch ins Menü, oder? Ah, bin ich. Stimmt. Ich möchte die Marterungen noch machen. Erschlage Dämonen mit Exorzismusangriffen, um diese Marterung zufriedenzustellen. Okay, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. This place was formed by the passing of Flyros, the angriest of the dead seven archdevils. Yeah, there's a lot of angry souls in hell, but this particular topped the list. He kept those fires of rage stoked with the souls of those less angry, I guess. So entering his realm, you really only had one choice. Get madder than Flyros. Kriegen wir hin. Ah ja, mit der Schrotflinte und dem Schwert. Kills per Exorzismus sind das Einzige, was in diesem Reich zählt. Führe 20 Kills per Exorzismus aus. Ja, dann hätte ich aber gesagt, ich nehme das Schwertlein vielleicht. Das ist, glaube ich, besser. Müssen wir aber auch ganz schnell den Exorzismus-Counter aufladen. Ist er schon. Achso, ich muss den für die Waffe, für das Schwert separat aufladen. Ja, gut. Er lädt aber schnell auf. Jetzt haben wir ihn. Jetzt schnetzen wir uns hier durch und machen Kills. So, kommt her. Nein, er ist vorbei. Er ist wieder da. Jetzt aber, komm. Stirb, Digga. Er ist noch drin, er ist noch drin. Hat gereicht, perfekt. Ja. Hier, geh mal weg. Oh, ha. Wo seid ihr? Hallo? Wo seid ihr, ihr Säcke? Wollt ihr mich verkackeiern? Irgendwo muss einer hängen. Hä? Komm, verkackeier mich nicht. Oder habe ich jetzt zu viele Gegner gekillt ohne... Nee. Mann. Wir nehmen aber diesmal, glaube ich, gleich das Schwert. So, erstmal Exorzismus aufbauen und jetzt... reinschnetzeln, wie doof. Ach, das trifft, den treffe ich nicht. So, da hau ich dich halt so platt. So, du gehst auch weg. Du auch. Da drüben steht wieder so einer rum. Du musst weg. So. Alles kaputt schnetzen, was rumrennt. So. Habe ich ihn noch gekriegt? Habe ich ihn noch gekriegt. Schön. Komm, Exorzismus. Nice. Wo sind sie denn schon wieder? Da oben steht er schon wieder rum. 19. 9. Naja, schaffen wir. Habe ich jetzt echt zerlegt oder was? So, jetzt aber easy. Easy. Hätte ich den vorhin auf dem Stein gesehen, wären wir beim ersten Mal durchgekommen. Da hatte ich ja auch massig Zeit über. Aber hat geklappt. Immerhin. Immerhin. Exorzismusangriff von Waffen laden sich automatisch bei jedem Taktschlag um 0,5% auf. Bei jedem normalen Taktschlag oder wie? Nicht wenn ich treffe, sondern einfach beim Takt. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Da gehen wir rein. Treffer im Takt fügen erhöhten Schaden zu. Töte 40 Dämonen im Takt.
Zeit nur 10 Sekunden am Anfang. Yes, yes. Hui. Ah, okay. Müsste aber machbar sein. Ach nee. Oh Mann, ey, da habe ich ja keinen Bock mehr auf die Typen. Oh. Ja gut, im Takt. Bonusschaden im Takt ist natürlich... Man sieht, ich mache eigentlich so gut wie immer einen One-Hit, wenn ich im Takt treffe. Mensch. Natürlich muss man auch treffen. Raus, 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 raus. Raus. Ich mag das gar nicht, wenn der auf einen zulatscht. Der macht mir eine scheiß Angst, der Typ. Jo, und das war's schon. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schon 40 gekillt habe. Übel. Ja, schöne Sache. War einfacher wie die erste. Beziehungsweise, die erste war auch nicht so schwer, aber wenn man halt blind ist, so wie ich, und fünf von einem Gegner vorbei rennt, bis die Zeit ausläuft, du hast keine Kontrolle darüber, welche Waffe du führst. Jedes Mal, wenn du einen Gegner tötest, wird dir eine andere Waffe zugeteilt. Töte 30 Dämonen. Och nö, das ist stressig. Das ist... Ja, das fängt schon gut an. Da steht schon so ein Klops rum. Das ist stressig. Jedes Mal, wenn ich einen töte, wird die Waffe durchgewechselt. Wenn man dann Pech hat, steht man dann mit dem Schwert vor so einem Sichelkopf. Da will ich nicht rein in die Spalte. So, raus mit dir. Hey. Ups, Entschuldigung. Raus. Weg. Oh, das war schön. Raus. Ich bin auf der Fliege gelandet. Eklig. Schön, wenn man wieder alles daneben schießt, was man dabei hat. Nö, wo ist er? Komm, weg mit dir. Nein! Komm raus. Ups. Oh. Dann halt so. So nervig, wenn man genau gegen so ein Vieh dann mit der Ding kämpfen muss. Der Schrotflinte. Ja klar. Stirb. Ah ja, klasse. Okay, gut.
Ich schnetzle jetzt einfach drauf, ey. Stirb einfach, stirb. Ha! Panik pur am Schluss, ey. Ich wollte einfach nur noch durchrushen jetzt. Ich wollte nicht wieder am letzten Gegner hängen. Aber es lief besser wie vorhin. Das ist schon mal etwas. Die ersten 4 Angriffe nach einem Waffenwechsel verbrauchen keine Munition. Das klingt auch nicht schlecht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann hätten wir die Hölle Ü-Helm. Ich will immer Hölme sagen, weil da Helme steht. Ü-Helm. Die hätten wir auch schon abgeschlossen. Das heißt, die nächste ist in Kaustis. Mit diesem Song wahrscheinlich dann. Aber das werden wir im nächsten Video rausfinden. Wir sind durch. Wir machen pro Video eine Hölle und die Marterung. Deswegen danke fürs Zuschauen. Schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Habt eine geile Zeit. Haut rein, man hört sich. Ich bin raus. Ciao, ciao.